So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Wir befinden uns immer noch in diesen drei kleinen Filler-Quests. Die letzte davon findet wieder in Godric's Hollow statt, hier wo wir auch schon für die Story einmal durchgejagt sind und undercover bleiben mussten. Und auch hier scheint es die beste Strategie zu sein, erstmal undercover zu bleiben. Ich weiß nicht, klappt das? Geil. Das funktioniert ja super. Ja, perfekt. Ja, wenn du einmal entdeckt wurdest, dann ist hier... Ja, hier ist noch einer. Guck mal. Gut, dass ich das ausfindig gemacht hatte. Und hier steht halt auch überall einer. Und ich habe das gerade so überlebt. Okay, aber jetzt müssten wir wieder unentdeckt sein. Ich laufe hier trotz... Oh, hier... Ja. Wo will denn der hin? Stehen! Hä? Eck mit... Okay, wo sind noch Muggel? Hier auf dem Friedhof habe ich bisher gar keine gesehen. Ja, sind aber aufgeflogen. Ich habe schon gedacht, das ist auch ein Dementor. Aber zum Glück nicht. Die Musik ist jetzt auch sehr cool. Oh, nee. Ja, da ist echt auch noch einer. Ja, okay. Hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich mir vielleicht den ersten Try sparen können. Weil da hatte ich fast alle. Okay, drei. Die anderen drei hatten wir, glaube ich, schon. Oder einer fehlt noch. Aber die anderen müssten jetzt alle hier oben sein irgendwo. Boah. Ist immer schwierig. Ich meine auch, die Zeitanzeige geht mittlerweile ein bisschen schneller weg. Und die singen immer noch hier zu Weihnachten. Disabled Badge Holders Only. Okay. Hier auf der linken Seite waren einige, aber ich komme hier nirgendwo rein. Doch, hier. Ja, das ist halt immer das Problem. Sobald man jemanden aktiviert, wird man auch entdeckt. Aber komm, dann... Gute Position aussuchen. Oh. Wir haben das nicht mal gecheckt, lol. Okay. Na, so kann man es vielleicht nochmal den einen oder anderen Kampf dodgen. Hätte ich jetzt nichts dagegen bei so vielen Greifern und Todessern und Dementor. Hier hast du ja wirklich jetzt alles. Das ist nicht der richtige Ort. Muss ja nicht sein, oder? War hier noch jemand? Hier wäre noch jemand gewesen irgendwo. Teilweise ist es auch ein bisschen random. So. Aber hier war doch einer. Oder ganz hier oben. Ganz hier oben war jemand. Ja. Guck an. Wenn ich die von... wenn ich so mache, kriege ich die doch. Nicht so viel reden. Oh! Das war knapp. Dann glaube ich hier links noch mal jemand. Boah. Muss nicht sein. Oder? Irgendwo war hier doch noch einer. Die haben die gut versteckt, muss ich sagen. Aber Tarnumhang ist ja echt die bessere Variante. Oh, und hier, guck mal. Haha. Das hätten wir auch noch mitgucken genommen. Ich wollte schon sagen, als ob hier gar nichts gewesen wäre. Wo ist der letzte? Der letzte Muggelstimmige. Das sagt unser Zauber. Okay. Hier links. Hat er recht? Doch, da hoch. Ja, okay. I see. Ja, und du musst jetzt hier spawnen. Ich wollte gerade mal Cooldown machen, aber egal, passt, glaube ich. So, und das war's. Mission beendet. Also, okay. Wenn man sie richtig spielt, gar nicht so schwer. Wenn wir uns an keinen der Orte begeben, die mit dir in Verbindung stehen, müssten wir sicher sein. Was ist mit Ron? Wenn er zurückkommen wollte, wäre er jetzt hier. Aber jetzt müssen wir weiter. Hm.
Forest of Dean. Ich war hier mal mit Mom und Dad. Vor einigen Jahren. Warum baust du nicht das Zelt auf? Ich sehe mich im Wald um. Okay, ich sehe eine Wassermühle. Und Wasser. Ich schätze mal, ich muss den Tarnumhang jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit anhaben. Forest Dean. Okay, okay. Sieht mir auch nach der ein oder anderen peitschenden Weide aus. Hier über den Fluss kommen wir nicht. Nee, darf man nicht. Kann ich auch verstehen. Das muss ja arschkalt sein. Vor allem, wenn du dann da irgendwie knietief dich reinlegst. Da ist sogar ein riesiger Wasserfall. Okay, auch die Map sieht super cool aus. Ich schätze mal, da wurden wir auch schon in einem der letzten Filler-Level gespoilert so ein bisschen. Aber da hat man ja einen verschneiten Wald gesehen. Ich schätze mal, das spielt dann auch hier auf Forest Dean an. Aber sei es drum. Das gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall mehr... Oh, hier kommt man nicht lang. So. Gefällt mir auf jeden Fall mehr wie dieser andere Wald, der sehr, sagen wir mal, bescheiden aussah. Hier nochmal... Oh, Truhe öffnen. Ich hätte sie gar nicht gesehen, wenn das jetzt nicht angezeigt hätte. Und stimmt, die wollte ich euch alle nochmal zeigen. Vielleicht machen wir das jetzt direkt mal. Ich wollte euch ja die ganzen Sammelobjekte nochmal zeigen. Also, wir haben 6 von 10 Heiligtümer des Todessymbole und der Rest sind ja nur so, Sachen, die man, also Verbrauchsgegenstände, explosiver Trank, Garottengas, der ganze Quatsch. 6 von 10, gar nicht schlecht. Wie viel haben wir denn? Der Tagesprophet. Also, die sind alle alt, schätze ich mal. Und für die muss man sogar... Okay. Dumbledore, die Wahrheit und der Junge. In Teil 3 der Interviewreihe mit Rita Kim Korn erklärt diese stolz, dass ihre enge Beziehung zu Harry Potter ihr gute Einblicke in dessen Verhältnis zu Dumbledore verschaffe. Rita Kim Korn, wer ist das? Das ist die Reporterin aus dem Feuerkelch, die Nervige. Okay, von denen haben wir gar nicht viel. Der Klitterer. Schrumpförmiger Schnarchkackler gesichtet. In dem Artikel wird berichtet, dass in einer schwedischen Kleinstadt ein schrumpförmiger Schnarchkackler gesichtet wurde. Ah, da haben wir aber einiges verpasst, habe ich so das Gefühl. Ich blende das hier mal kurz ein. Nicht so spannend, glaube ich. Dann könnt ihr gerne pausieren, wenn ihr es durchlesen möchtet. Ist immer so eine komische Zusammenfassung, also keine Ahnung. Aber wir haben auch hier gar nicht so viel gefunden. Oh. Ein gewisser Zaubertränkeprofessor der Hogwarts-Schule nun zum Schulleiter. Okay, ja. Snape. Severus Snape. Okay. Todesser auf der Tanzfläche? Ah, Weasley Hochzeitsfeier geplatzt. Ach, krass. Ja, okay. Potter Watch. Also, wieder auf Sendung, Freunde von Potter. Oh, hier haben wir aber einiges. Oh, hier haben wir fast alles. Oh, ich weiß aber nicht mehr, welche wir uns schon angehört hatten. Die hören wir uns vielleicht nochmal am Ende an, weil die brauchen immer ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall cool. Okay. Also im Moment ist vor allem die Zeitung ein Problem. Also mache ich schon mal so ein... Quasi merke ich mir schon mal. Oder vielleicht kommt noch einiges. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Oh. Folge der silbernen Hirschkuh. Nein! Komm zurück! Impedimenta! Ist das nicht der Patronus von Severus Snape? Da war doch mal was. Der uns weisen soll. Ah. Guck dir mal an, ein weiterer Fall für Confringo und einige Spinnen. Oh, der haut uns immer noch weg. Ich glaube, die silberne Hirschkuh war es nicht. Der Patronus sowohl von Severus Snape als auch von Lily Potter. Impedimenta! Weil Harrys Patronus war ja ein normaler Hirsch, oder? Impedimenta!
meine schon. Gut. Ich gucke mich jetzt hier auch nicht so viel links und rechts. Oh, und hier müssen wir wieder Confringo anwenden. Erstmal ein paar Spinnen wegmachen. Die ziemlich cool aussehen in dem Spiel. Bumm. Oh, wie, aber der Patronus sieht halt perfekt aus. Also, ich muss auch sagen, vielleicht liegt es daran, dass das Spiel jetzt hier mehr so ein Nachtfeeling hat oder so ein Schneefeeling. Aber ich habe so das Gefühl, in den Leveln sieht die Grafik auch ein bisschen besser aus. Oder sagen wir mal, vielleicht die Nachteile kommen nicht mehr so sehr zum Vorschein. Irgendwie sowas. Aber der Patronus-Zauber, der sieht halt perfekt aus. Wirklich. Ich bin auch mal gespannt auf unser 100% Stream für das Spiel, weil gerade so von diesen Zeitungen, da haben wir dann doch einiges verpasst. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber klar. Wer hat gesagt, dass das alles so einfach ist? Entweiche der peitschenden Weiden. Den peitschenden Weiden. Ach nein. Ich weiß noch gar nicht, wie man den entweichen kann, wirklich. Einfach versuchen zu dodgen. Oder doch, ich hatte so einen Trick. Einmal reinlaufen, zurück. Die einmal ausholen. Und hier dann einfach nach rechts laufen bei der anderen. Und die andere triggert es gar nicht, lol. Gut. Das war einfacher als gedacht. Also der Patronus sieht super aus. Wow. Weg mit der Spinne. Chapeau. Chapeau. Impedimenta. Letzte Patronus, an den ich mich erinnern kann, war vom Gefangenen von Azkaban. Und da hatten die Spiele noch einen deutlich anderen Artstil, also schwer zu vergleichen. Oh. Das hier nicht mehr. Oh. Okay. Ja, rohe Gewalt. Haben wir hier vielleicht was zum Sammeln? Das sieht doch so aus, als könnte hier was sein. Ist es aber nicht. Fies. Protego! Impedimenta! Okay, es geht weiter. Oh nein. Ah! Eselsweide. Ich lauf mal hier rum. Und ich glaube, das haben wir doch auch schon in einer dieser kleineren Quests gehabt. Da erinnere ich mich doch irgendwie an diese Brücke. Okay, die silberne Hirschkuh treibt uns da runter. Das hat jetzt auch gar nichts wirklich gebracht, dass ich hier hoch bin. Naja, das war eine der... Oh, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Von irgendeiner Mission hatten wir das ja auch schon. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt auf den 100% Stream, wenn wir versuchen, alles Mögliche zu sammeln. Nicht nur das Spiel zu überleben. Weil da kommt ja einiges zusammen. Cool. Da haben wir auf jeden Fall eine Challenge dann für den Stream. Aber erstmal muss ich hier wieder die Fährte aufnehmen. Wo war denn die silberne Hirschkuh? Hallo? Vier Punkte Zauber? Ah. Ah. Da ist sie. Oh nein. Ach. Ey, ich erkenne diese peitschenden Weiden nie. Naja, dann ist es halt so. Ist auch manchmal gut, es gar nicht anzuvisieren. Komm zurück. Weil dann kommt dieses Auto-Aim nicht. Kann man ein bisschen noch steuern. Also Auto-Aim schön und gut, aber wenn es halt nicht perfekt umgesetzt ist, bringt es euch auch nichts. Erstmal Confringo hier. Können wir die... Ach komm, wir laufen durch. Greift uns auch gar nicht an. Glücklicherweise, wo bringt sie uns hin? Bringt sie uns jetzt zu diesem See online? Impedimenta!
In diesem Seher hat da Harry nicht das Schwert von Godric Gryffindor gefunden? Aber war das nicht auch eine Fälschung? Hat das nicht erst ganz am Ende, haben die das da nicht erst im sprechenden Hut gefunden, das echte Schwert? Aber ich meine, Harry war irgendwie unter Wasser und da waren dann so Art Meerjungfrauen in dem Teil. Dann hat er da auch irgendwas bekommen. Aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Aber ich meine, das war das Schwert von Godric Gryffindor. Impedimenta! Aber im Film finden sie das echte wirklich erst kurz vor nackig. Im sprechenden Hut. In Hogwarts. Impedimenta! Also, man kann über Dumbledore sagen, was man will, aber er hat die Verstecksuche zu den ganz wichtigen Utensilien gut durchdacht. Oh Mann, wie viele Spinnen wollten hier noch spawnen? So, reicht. Boah, hier kann man safe einiges verpassen. Ah ja. Doch, ich bin gar nicht so falsch, glaube ich. Das Schwert von Gryffindor. Aha. Ist das nicht arschkalt? Und mal, Harry hat das Horcrux an. Macht ihn das jetzt nicht böse? So wie Ron? Bist du verrückt? Warum hast du das nicht abgelegt? Zum Glück bin ich deinem Patronus gefolgt. Warum bist du da reingesprungen, du Wahnsinniger? Das Schwert von Gryffindor. Das war nicht mein Patronus. Wer auch immer es da reingetan hat, wollte, dass wir es bekommen. Sie wollen, dass wir das Medaillon zerstören. Tu es. Was? Du sollst es tun, Ron. Ich weiß es. Sobald es sich öffnet, zerstörst du es. Mit dem Schwert. Bei drei. Eins, zwei, drei. Ron, stich zu! Stich zu! Fuck! Wow! Es ging uns besser ohne dich! Wir waren glücklicher ohne dich! Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Schlangen, Spinnen! Oh, die Schlangen sehen cool aus. So ein richtig cooles Grün, so wie Slytherin. Aber man bräuchte noch so eine Dodge-Taste. Oh Gott. Was soll man denn hier abschießen? Ja, wie soll's denn das machen? Warte, ich hab eine Idee, ich hab eine coole Idee. Hehe, Confringo! Okay, Confringo. Okay, man muss aufpassen hier. Hä? Macht das nichts? Ich glaube, man muss auf jeden Fall ausweichen. Ey. Was? Ja, ich erinnere mich. Das Horcrux, das hat's in sich gehabt. Ich glaube, so war das nicht im Film. Aber irgendwas war da nochmal, als sie es zerstören wollten. Aber ich hab's euch doch gesagt, Godric Gryffindors Schwert. Ich meinte aber, es wäre eine Fälschung gewesen. Na, vielleicht stellt sich das auch erst später heraus. Es ist ja dann doch noch ein kleines Stückchen in dem Teil. Aber wir müssen jetzt echt kurz vor Ende sein. Das freut mich, weil ich habe den Film nur ein einziges Mal gesehen. Und das ist schon mindestens 5-6 Jahre her. Aber da freue ich mich, dass mein Langzeitgedächtnis doch funktioniert. Da soll ich vielleicht mal auf das leuchtende Objekt da zielen. Ja, ich habe so das Gefühl, das bringt nicht viel. Ja, jetzt leuchtet es nicht mehr. Was? Mission gescheitert. Du darfst halt nicht einmal getroffen werden. Was? Wo ist Ron eigentlich? Was macht der? Ey, wenn du ein einziges Mal getroffen bist, bist du weg? Kämpfe Voldemorts Seele. Okay.
Impedimenta! Weg. Ich würde sagen, erstmal die ganzen Schlangen. Schön hinter den Baum. Ruhe. Man darf sich nicht ein einziges Mal treffen lassen. Kommen die Spinnen? Ja. Na gut, die Spinnen sind ja nicht das Problem. Oh, was ist denn hier los? Boah. Okay. Okay, der Bossfight erinnert mich auch ein bisschen an den allerersten Bossfight der Harry Potter Games. Zumindest auf dem PC. Im Stein der Weisen gegen Quirrell. Wobei, hier ist kein Spiegel, aber da hat man sich auch immer hinter den Säulen erstmal versteckt. Da konnte man aber noch nicht zurückkämpfen, weil man im ersten... Was? Er sniped mich tot. What the fuck? Okay, was soll man denn machen? Alle Fragmente. Ja, vielleicht soll man auch nur die Schlangen erstmal angreifen. Oh, man ist... Ja, man, diese Gaswolken. Und dann sniped der einen auch noch. Aber ich glaube, der hat ein bisschen gespeichert. Ich glaube, wir sind nicht mehr ganz am Anfang von diesem Fight. Weg. Weg. Ey! Da, von allen Seiten. Was macht denn Ron da? Vielleicht soll man auch nur die Schlangen besiegen. Ja, guck, jetzt hat er so Sniper-Aktion. Ja, gegen die kann man nichts machen. Auf schwerstes. Das hat aber nochmal gespeichert, so ein bisschen. Okay, es speichert super fair gerade. Oh ne, ich hab. Ja, scheiß drauf. Absolut scheiße gespeichert. Sind alle wieder am Leben, die Mistschlangen. Und auch hinter dem Ding kann man teilweise angeschossen werden. Ja, perfekt. Okay, ich glaube, ich kümmere mich erstmal um die ganzen einzelnen Schlangen hier. Yo, wie schnell? Was? Okay, krass. Aber ich mag den Bossfight. Er ist aber natürlich sehr, sehr fordernd. Aber komm mal, wir sind jetzt auch fast am Ende. Da muss es auch ein bisschen knackig sein auf dem Schwierigkeitsgrad. Fühle ich. Würde ich mich nicht mal beschweren gerade. Ich habe auch noch nicht alle Sachen verstanden. Oh, guck, jetzt hat er diesen Sniper-Shit. Ja, dann hast du noch diese Spinnen hier. Die nerven natürlich maximal. Aber die machen ja eigentlich nicht so einen riesen Schaden. Wo sind die jetzt? So, die muss mal weg. Okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich glaube, ich bleib mal hier. Gar nicht so schlecht, die Strategie. Oh, die Spinnen, ey. Die musst du auch noch mit reinnehmen, damit es nicht noch einfach wird. Aber dass die halt auch hinter mir sind. Ey, wie? Ey, come on, das ist zu viel. Du musst direkt drauf, glaube ich. Naja. Du musst aufpassen. Ab einer gewissen Anzahl an toten Schlangen dreht das Ding durch, auf jeden Fall. Naja, man muss die Schlangen alle wegknipsen. Da werde ich mich... Ah, guck mal. Wo kriege ich jetzt Damage? Von wo? Naja, okay. Durch einen Baum, oder was? Warum hat Confringo die nicht alle zerstückelt? Ah, Mist. Man kann halt auch nicht heilen. Also man kann nicht mal einen Button irgendwie... Ja, diese Spinnenscheiße, die nervt. Na komm, ich bleib jetzt mal hier an dem Ding dran. Komm. So schnell wie möglich. Okay, okay, okay. Yo, ey, was? Was? Ey, aber von der Ferne? Hä? Ach, Ron, warum bist du so eine dumme Sau? Er schlagt das Ding jetzt einfach. Mann, ey, was soll ich... Was tötet mich denn hier die ganze Zeit? Was ist denn das? Ich verstehe das nicht. Ich bin doch hinter einem Baum. Ja,
Ja, ach, perfekt. Diese dummen Mistbälle. Da, weg hier. Okay, ey, das ist nicht schlicht leicht. Auch ein bisschen random, aber egal. Komm, durchziehen. Nein, nein, nein. Das ist stark, vor allem gleich schießt und ich kann auch nicht schnell rennen oder so. Jetzt kommen die Mistspinnen. Weg, weg, weg. Rennen, rennen, rennen. Oh, diese Mistspinnen. Du darfst echt nicht stehen bleiben. Jetzt macht das Laser. Ach du Scheiße. Jetzt dreht's durch. Ja, ja. Jetzt passiert zu viel. Jetzt passiert zu viel auf einmal. Ja. Ey! Ja, und dann auch diese ganzen blöden Spinnen überall. Genau, er stich es jetzt endlich, du Esel. Ja, perfekt. Erst lässt du uns hier alleine und dann das noch. Ja, guck jetzt diese Laserstrahlen. Ja, und dann darfst du ja auch nicht zu lange bleiben, weil die Spinnen sich dann ausbreiten. Nicht gut, nicht gut. Nein, 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 nein. Komm. Komm, das ist er. Das ist der Versuch. Run! Run! Da nicht hin! Okay. Oh, es ist nicht einfach. Oh, der macht zu viel. Das sind zu viele Sachen. Das Ding ist zu krass. Jetzt auch wieder. Guck mal, ich krieg auch. Du bist halt auch direkt weg. Egal was du machst. Die Sau lügt. Hör nicht auf es. Okay. Wo sind denn da noch Schlangen? Boah, jetzt, jetzt, jetzt. Die letzte Schlange. In Deckung, in Deckung. Geht drauf! Ich hab's, ich hab's. Nein! Nein! Ich wurde betrogen! Das Spiel ist abgestürzt. Nein! Ich lasse euch da jetzt teilhaben. Es ist einfach abgestürzt. Nein! Könnt ihr mir das antun? Ey, bitte gespeichert. Ah, dann sieht man die Cutscene nicht mehr. Wobei, jetzt hatte ich so ein bisschen den Dreh raus. Also ich glaube, ich würde es nochmal hinbekommen. Aber bitte am fair gespeichert. Warum stürzen das jetzt ab, das Spiel hier? Bitte, oh nee, hoffentlich stürzt es nicht mehrmals jetzt ab. Komm. Rein da. Ich hab Bock. Es tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Es war bloß... Der Horcrux war schlecht für mich. Das Ding hat mich stärker beeinflusst als dich und Hermine. Ich habe komische Sachen gedacht. Das hat alles noch viel schlimmer gemacht. Ich schlief in diesem kleinen Pub, als ich Hermines Stimme hörte. Und deine. Ihr habt meinen Namen gesagt. Ich habe Dumbledores Deluminator eingeschaltet und dann erschien diese kleine Lichtkugel. Sie hat mein Herz berührt. Die Lichtkugel hat mich hergeführt. Als ich Hermines Stimme hörte, wusste ich, dass alles gut werden würde. Ihre Stimme hat mich von innen gewärmt, wie der erste Schluck einer Tasse Tee. Okay, Freunde. Es hat also nach dem Fight gespeichert. Aber die Cutscene, ich versuche die nochmal irgendwie reinzuschneiden, ob ich das hinbekomme, damit ihr die auch seht. Also beziehungsweise wahrscheinlich habt ihr sie jetzt schon gesehen, wenn alles geklappt hat. Aber ja, das so zu dem Punkt. Dann hat sich die Mühe ja doch gelohnt. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge zu Hermine und dann sind die drei wieder vereint. Yay! Und ich schätze mal, dann sehen wir auch schon das Finale. Also, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Dass ich abgehauen bin. Du hast es heute Nacht wieder gut gemacht. Das Schwert geholt, den Horcrux erledigt. Und überleg doch mal, es sind nur noch ein paar übrig. Nachdem du weg warst, hat Hermine geweint.
Gehen wir zum Zeltplatz. Sie möchte dich sehen.